Herzlich willkommen zur Einrichtung Ihrer Push-Stand-Verbindung. In diesem Video richten wir gemeinsam Ihr TAN-Verfahren ein, mit dem Sie das Online-Banking im vollen Umfang nutzen können. Sie benötigen dazu ausschließlich Ihren Registrierungsbrief, der wie folgt aussieht, ein Smartphone, egal ob Apple oder Android, und natürlich Ihre Online-Banking-Zugangsdaten. Zu Beginn werden Sie sehen, dass in der Push-Stand-App noch keine Verbindung eingerichtet ist. Tippen Sie auf Jetzt einrichten und wählen Sie Registrierungsbrief erhalten, um loszulegen. Sollten Sie die Push-Stand-App zum allerersten Mal benutzen, müssen Sie sich zuerst ein App-Passwort vergeben, was sowohl Zahlen, Buchstaben als auch Sonderzeichen beinhalten sollte. Mit diesem Passwort oder Face bzw. Touch-ID loggen Sie sich in Zukunft immer in Ihre Push-Stand-App ein. Geben Sie der App nun Zugriff auf Ihre Kamera, wenn dies noch nicht geschehen ist, und scannen Sie den QR-Code von Ihrem Registrierungsbrief. Nachdem der QR-Code erfolgreich erkannt wurde, fordert die App Sie auf, Ihre Online-Banking-Zugangsdaten einzugeben. Ihre Zugangsdaten finden Sie auf dem Anmeldebogen, den Sie zusammen mit dem Push-Stand-Registrierungsbrief erhalten haben. Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten erfolgreich eingegeben haben, ist die Registrierung abgeschlossen. Für den Fall, dass Sie Ihre Online-Banking-Zugangsdaten zum ersten Mal benutzen, vergeben Sie sich hier eine neue PIN. Tippen Sie auf Fertig und Sie können sofort loslegen mit Überweisungen, Daueraufträgen und viel mehr. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte Ihnen beim Einrichten Ihrer Push-Stand-Verbindung helfen. Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie gerne Ihren Berater oder unser telefonisches Kundenservice-Center. Wir helfen Ihnen gerne.